in einem Jahr zum Radmarathon setzt meiner Meinung nach voraus, dass ich vorher schon was getan habe. Also dass ich nicht als kompletter Rookie da jetzt einsteige. Ja. Wäre gut, wenn ich zumindest schon eine gewisse sportliche Grundvoraussetzungen mitbringe. Dann steht für mich ganz am Anfang diese Ist-Zustandsanalyse, damit ich Grundwerte hole, auch für die Trainingsplanung, damit ich weiß, in was für einem Bereich habe ich das Grundlagentraining, bis zu was für einem Bereich ist Grundlagen 2, ab wann fängt der Entwicklungsbereich an und so weiter und so fort. Dann muss ich mir natürlich auch zum Ziel setzen, gehört, will ich die 180 Kilometer oder diesen Radmarathon durchfahren oder will ich auf eine gewisse Zeit hinkommen? Das ist die große Frage. Einen Radmarathon durchzufahren, sage ich einmal, wird nach einem Jahr sicher machbar sein. Bei der Zeit muss man dann einmal wirklich schauen, wo steht man, wie viel Zeit habe ich dann auch fürs Training. Es empfiehlt sich sicher, dass ich dann am Anfang diese Grundlagenphase, einmal diese Grundlagen schaffe, dann aufbauend auf diese Grundlagen intensivere Einheiten anfange zu fahren, Intervalle einbaue, dass ich dann auch Schwellentraining, wenn ich wirklich auf ein Ziel hin trainiere, das Schwellentraining auch ein bisschen mit einbaue. Und dazwischen aber auch schon ein paar Wettkämpfe für mich so auf dem Weg zu den letztendlichen Radmarathon hin mit einbaue. Es muss dann jetzt nicht gleich die volle Radmarathon, oder sollte auch gar nicht die volle Radmarathon-Distanz sein, aber es ist immer was anderes, ob ich jetzt eine Distanz sage, ich fahre das jetzt im Training oder ich fahre das wirklich unter Wettkampfcharakter. Es ist, kommt so viel mit dazu, diese Vorwettkampfphase, es, der Wettkampf selber, der Start, die anderen Athleten, die was da mit sind, die ganzen taktischen Plänkeleien, das Windschattenfahren, in was für Gruppen komme ich rein. Also da ist sicher ratsam, dass ich auf dem Weg zum Radmarathon hin mal sicher 2, 3 Wettbewerbe mal rauskristallisiere und raussuche, wo ich dann mitfahren kann.